waren die Leute vom THW. Wunderbar. So, gut los. Macht euch bereit. Ich hoffe, ihr seid gut bei Stimme. Und jetzt. Guten Abend, es ist Karneval und ich bin hier in Erkelenz. Erkelenz, das liegt zwischen Mönchengladbach und Aachen. Köln ist etwa 70 Kilometer entfernt. Karneval wird nicht nur gefeiert in den Hochburgen, Düsseldorf und Köln, sondern auch in der Region drumherum hier im Rheinland. Ich bin hier ganz in der Nähe von der holländischen Grenze. Und hier in der Region, da gibt es überall auch Karnevalszüge. Karnevalszüge, die gibt es eigentlich in jedem Ort hier. Hier in Erkelenz, da gibt es einen der größten im Kreis Heinsberg. Aber es ist nichts anderes als die Haus- und Hofgarde oder Familie unseres Kinderprinzenpaares. Einen herzlichen Gruß an die Chaos-Truppe Radanoven. Ein dreifachkräftiges Lacke! 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 Der Rosenmontagszug hier ist ganz schön lang, er zieht über eine Stunde an einem vorbei. Das hat damit zu tun, dass die ganzen Gesellschaften der umliegenden Ortschaften, die zu Erkelenz gehören, aber auch sehr viele Jugendgruppen daran teilnehmen. Das hat damit zu tun, dass es hier in Erkelenz die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft gibt, kurz EKG, und die stammt von 1832 und ist damit eine der ältesten Karnevalsgesellschaften im Rheinland. So um 1820 wurden im Kölner Raum die Karnevalsgesellschaften gegründet. Für Köln selber, ich glaube, das war 1823. Und dann ist Erkelenz gar nicht so schlecht. 10 Jahre später gab es hier schon den ersten Karnevalsverein. Und 1870, da ist hier der erste Karnevalszug durch Erkelenz gezogen. Und von Erkelenz aus, da haben sich die Umzüge dann hier auch auf die umliegenden Ortschaften verbreitet. Die wurden dann da auch durchgeführt. In Erkelenz, da gab es den Prinz Karneval. 1875 zum Beispiel, da hatte er einen Galawagen. Das war eine vierspännige Kutsche. Mit ihm zusammen auf der Kutsche, da saß Erka, Burgjungfrau und Gründerin der Feste Erkelenz. Ja, und die Umzüge damals, die hatten im Entschiedensten nichts mit denen zu tun, wie sie heute sind. Heute hier ist das alles etwas lauter, etwas wilder. Besonders was die Musik betrifft, was hier von den Wagen kommt, ist meist natürlich Partymusik. Und nicht nur, weil das vielen Leuten nicht gefällt, lege ich da ein bisschen andere Musik drüber, sondern das hat vor allen Dingen mit Rechten zu tun.
jetzt kommt in ihren Traditionsfarben Blau und Weiß die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft EKG. Und mit den Bildern von Prinzenwagen, den Bildern von Prinz und Prinzessin, endet dann auch dieser Beitrag. Alaaf und Helau und mag mit, wenn man in Erkelenz sagt. In diesem Sinn, tschüss.